Okay, so. Hier jetzt mein Tutorial zum Thema des Bots. Er funktioniert, wie ihr seht. Ich drücke jetzt F1. Zeige ich euch gleich, dass er erstmal funktioniert. Ich habe die neue Version schon hochgeladen. Müsst ihr hier aufs Kitty klicken? Genau, klickt da brav hin. Da ist er brav. Da ist er brav. Ich weiß, das Testschiff ist sehr langsam. Deswegen, ja, tut mir leid. Von ganzem Herzen. Müsst ihr normalerweise willkürlich auf die Karte klicken und dorthin fahren. Natürlich tut er das. Und wenn er dann ein zweites Kitzi sieht, dann sollte er das auch wieder anklicken. Es passiert eben das, was ich meine. Er klickt dann einfach eine neue Position an. Was aber bei euch egal sein dürfte, wenn ihr ein angenehm schnelles Schiff habt. Da ist jetzt zum Beispiel ein Glitzy vor ihm. Genau, das sammelt er brav ein. Wie ihr seht, er wirkt, er funktioniert. So, jetzt execute man den ganzen Scheiß mal. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Also, vorerst Ska. Ganz wichtig. Eine Einstellung habe ich vergessen. Rep Purse auf 1. Hier, Auto Define Seeker, das macht er also auf False. False, 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 False. Danach müsst ihr halt hier selber selbstständig definieren. Das ist eigentlich nicht schwer. Karte definieren, die Seekarte definiert ihr so, indem ihr hier einmal zack macht. Und einmal hier. Zack. Nicht so jetzt ganz genau, dass ihr genau das Eck erwischen müsst. Das ist völlig egal. Dann schreibt ihr eben hier diese Daten rein. Hier, zack, zack. Diese Daten, zack, zack. Minimap, das gleiche. Obere Ecke. Untere Ecke, zack. Schreibt da hier alles rein. Es variieren die Daten jetzt bei mir und dem. Nachdem ich jetzt nicht so genau geklickt habe wie vorher. Rep-Button sollte, glaube ich, klar sein. Ist der Reparatur-Button, der ist hier unten. Da schaut ihr, dass ihr die Mitte trefft. Das geht bei mir jetzt nicht, weil die Bar davor ist. Und die HP-Bar, die würde ich persönlich aus Erfahrung, die würde ich doch sehr genau erwischen versuchen. So ungefähr. Wobei es wurscht ist, ob jetzt hier, 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 ist es total egal. Hauptsache, er hat das Grüne drin. Dass er weiß, wo sie ist. Die HP-Bar. So. Das war's eigentlich dann schon. Ich habe noch ein paar Farben umgeschrieben. Den Rest könnt ihr natürlich selbstständig einstellen. Zum Beispiel hier. Und ja, das war's.